Sie sind erst wenige Minuten alt und schon müssen Sie bei Dave Niblock den ersten Test bestehen. Niemals dürfte ein undichter Gummistiefel die Manufaktur verlassen. Der Produktionsleiter weiß, worum es geht. Schließlich will er bei seinem Weg zur Arbeit auch keine nassen Füße bekommen. Seit 1856 produziert die Fabrik im südschottischen Städtchen Dumfries Gummistiefel aller Art. Vom erschwinglichen Modell für die tägliche Farmarbeit bis hin zum Luxusaccessoire. Das ist der absolute Top-Stiefel, der Sovereign. Hier in Großbritannien ist der für etwa 230 Pfund im Handel. Das müssten dann so ungefähr 330 Euro sein, glaube ich. Ein guter Gummistiefel beginnt mit gutem Rohmaterial. Naturkautschuk, zum Beispiel aus Vietnam oder Nigeria. Der wird mit Ölen, Füllstoffen, Pigmenten, Schwefel und anderen Chemikalien gemischt. Erst dann ist er reif für die Stiefelproduktion. Der erste Schritt, die dicke störrische Kautschukmatte, muss gefügig gemacht werden. Das erledigen zwei Stahlwalzen, durch die das Material immer wieder durchgequetscht wird. Dabei werden Luftblasen und Klumpen rausgedrückt und der Kautschuk erwärmt sich auf gut 80 Grad. Ist die Matte glatt genug, geht es weiter in die nächste Maschine, den sogenannten Kalander. Wieder muss der Kautschuk durch ein Walzensystem und diesmal kommt unten ein nur 1 mm dünnes Laken raus. Ständig kontrolliert der Maschinenführer die Dicke. Das Kautschukband muss absolut gleichmäßig sein, sonst gibt es am Ende Gummistiefel mit ungewolltem Wellenmuster. Das ist ein Fließband aus Edelstahl, bei dem eiskaltes Wasser von unten drauf gespritzt wird. Wir müssen das Gummiband sehr schnell abkühlen und so geht das am besten. Das hier hat jetzt nur 35 bis 40 Grad. So nehmen wir dem Gummi seine, wir sagen, Erinnerung. Wenn wir das Band jetzt schneiden, bleiben die Teile in der Form quasi eingefroren. Ohne Kühlung würde sich der Gummi wieder zusammenziehen. Das wäre vor allem für diese Kollegen ein Problem. Denn sie stanzen Stück für Stück die Einzelteile aus, aus denen die Stiefel zusammengesetzt werden. Schaft, Zehenband, Ferse, Fuß. Ein Gummistiefel besteht aus bis zu 28 verschiedenen Teilen. Und das ist nur die Außenhaut. Um das Innenleben der Schuhe kümmert sich zur gleichen Zeit Tony McBride. Formgebend für jeden Stiefel der Fußleisten aus Metall. Darüber zieht er dicke Socken aus Neopren. Sie bilden das Innenfutter für die warmen Wintergummistiefel. Damit die Stiefelteile später auch gut kleben, bekommen die Socken ein Bad in flüssigem Latex. Auf Neopren würde der Kautschuk nicht haften. Nebeneffekt, auch der Innenschuh wird wasserdicht. Die Handgriffe beherrscht Tony im Schlaf. Aufpassen muss er trotzdem. Ich schaue, dass das Latex nicht über die Kante fließt. Wenn es in den Socken reinläuft, wäre das ganz schlecht. Das hier sollte es eigentlich stoppen, ist aber kaputt. Also muss ich im richtigen Moment anhalten. Auch normale Gummistiefel haben als Grundlage einen bestrumpften Leisten. Statt Neopren nur Nylon. Eine Latexschicht bekommen auch die. Irgendwie. Das komplizierte Verfahren ist Erfindung der Firma und top secret. Kaum getrocknet geht es für die Innenstiefel an die Produktionslinie. Hier findet zusammen, was zusammengehört. Die Gummistiefel werden Stück für Stück aufgebaut. Ein leichter Klebstoff gibt den Teilen Halt. Mit der Innensohle versehen, tritt der Latexsocken seine Reise an. Das größte Stück, der Schaft. Exakt nimmt die Stiefelmacherin Maß. Denn Zeit und Gelegenheit für Korrekturen gibt es kaum. Das Prinzip der Arbeit? Flache Kautschukstücke müssen in eine dreidimensionale Form gebracht werden. Das erfordert nicht nur Geschick, sondern auch Muskeln. Die Teile müssen stramm und faltenfrei sitzen.
Am Fließband nebenan heißt es, eine Frau, ein Stiefel. An die teuren Zarren-Edeltreter lässt man nur die Frau mit der größten Erfahrung ran. Margaret Jarden, seit 38 Jahren hier schon Bootmaker. Ich muss sehr, sehr vorsichtig sein. Immerhin, das sind echt teure Stiefel. Und wenn ich einen Fehler mache, sind etwa 200 Pfund beim Teufel. Denn wenn diese Stiefel nicht 1A-Qualität haben, werden sie zerschnitten. Was nicht perfekt ist, muss vernichtet werden. Der Grund für ihre Vorsicht und den horrenden Preis? Das Innenfutter ist nicht etwa aus schnödem Nylon. Der Landmann, der etwas auf sich hält, will echtes Leder. Das Problem? Ein Latexbad kommt nicht in Frage. Aber auf dem Leder bleiben die Stiefelteile nicht haften. Die Lösung? Jedes Lederstück für den Innenstiefel ausstanzen, auf Kautschuk kleben und ausschneiden. Damit aus diesen Lederlappen ein Schuh wird, muss die Näherin ran. Bis ein solches Lederfutter schließlich auf Margaret Jardins Leisten landet und bereit ist, zu einem Gummistiefel zu werden, hat es schon etliche Arbeitsschritte hinter sich. Auch bei den Durchschnitts 120-Euro-Stiefeln geht es voran. Als nächstes kommt jeder Stiefel in die Vakuumpresse. Das machen wir, damit sämtliche Luft zwischen den einzelnen Stiefelteilen und Schichten rausgezogen wird. Ansonsten würde die Luft im Stiefel beim jetzt anschließenden Vulkanisieren heiß und würde sich ausdehnen. Der ganze Schuh wäre voller Blasen. Vor der Vulkanisation bekommen die Stiefel ihre Außensohle. Damit sind sie aber noch nicht fertig. Denn aus dem plastischen Kautschuk, der sich verformen lässt, muss jetzt erst elastischer, unverformbarer Gummi werden. In solchen Vulkanisationsanlagen backen die Stiefel bei 140 Grad und unter hohem Druck. Wenn Sie nach 75 Minuten die Kammer verlassen, sehen Sie zwar noch genauso aus wie vorher, aber jetzt sind Sie reißfest, dehnbar und viele Jahre gegen Wasser, Kälte und Hitze beständig. Als letzter Schliff wird noch der überstehende Rand weggeschnitten. Dann ist der Stiefel fertig. Das heißt aber noch nicht, dass er auch die Fabrik verlassen wird. Denn vor dem Einpacken wird jeder Einzelne noch einmal genau auf Fehler kontrolliert. Okay, es ist ein Gummistiefel, aber es ist auch mehr als das. Sie sagen etwas über den Träger aus. Sie haben Stil, sind praktisch und haben einfach das gewisse Etwas. Und die Handarbeit der schottischen Bootmaker macht jeden Stiefel zum Original.